Hallo zusammen, es ist Zeit für eine neue Folge der Teledudes. Für alle, die uns nicht kennen, wir zocken Spiele für unser Leben gern, reden über Spiele und alles, was damit zusammenhängt. Und just wie man so will, in dieser Nacht heute hat Sony die neue PlayStation angekündigt, PlayStation 4. Und was es damit auf sich hatte, ist Thema der heutigen Sendung. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich bleibe mal wach und gucke mir den Livestream an. Der Livestream war ungefähr so und total spannend. Aber die Sachen, die ich mitbekommen habe, waren trotzdem irgendwie cool. Im Großen und Ganzen ging es los. Ein Typ namens Andrew House hat durch diese ganze Veranstaltung geführt. Hat die erstmal alle vorgestellt und so weiter und hat erstmal so erzählt, was die PS Vita so können würde künftig. Und irgendwie war das irgendwie nicht so interessant. Dann kam ein Typ, den ich ein bisschen scary fand. Ja? Ein Typ namens Mark Cerny. Der war vorher bei Atari und Sega, hat da irgendwie voll früh angefangen Games zu machen, war bei der Entwicklung von Sonic dabei und auch bei Crash Bandicoot, irgendwie so Sachen, keine Ahnung. Und der Vogel ist jetzt der neue Systemarchitekt für die PlayStation 4. Und der hat direkt mal erzählt, die PS4 wäre sehr entwicklerfreundlich. Und zwar aufgrund der Hardware, die da dahinter steckt. Und das war nämlich der erste interessante Punkt dieser ganzen Präsentation. Er hat die Hardware vorgestellt. Er hat dann erzählt irgendwie, dass die PlayStation eben eine Supercharged PC Architecture haben soll. Was auch immer das heißt. Ja? Dass die irgendwie einen Prozessor hat, der auf der x86-Logik basiert. Hat dann irgendwas von Enhanced Graphics geredet und von 8 GB RAM und von einem Mords Hard Drive. So, das war so der erste Punkt, wo ich dann gedacht habe, ja, wie viel Hard Drive, ja, wie viel Prozessor, wie viel Gigahertz, was Phase? Ja. Schieß los! Red mal Tacheles, mein Freund! Alter. Man hat die PlayStation an sich auch gar nicht gesehen. Der Typ ist dann weiter hingegangen und hat eben irgendwas von der Unreal 4 Engine erzählt und so weiter. Der lief dann auch so ein kleines Cinematic ab, das angeblich in Realtime war. Genau. Und hat dann aber zum Controller gegriffen und gesagt, jetzt hier mal in Realtime, blablups. Und hat dann den PS4 Controller DualShock 4 vorgestellt. Der Controller soll, laut Aussage von dem, hat der so ein Touchpad oben drauf, der hat so einen Share-Knopf, der hat jetzt einen Kopfhörereingang, wo ich mir auch gedacht habe, das ist so wichtig. Nein, stopp! Natürlich ist das, also eigentlich ist es cool, weil du hast ja dann, während du zockst, kannst du einfach und hast das Headset am Schädel. Momentan geht es ja nicht. Das geht nur beim Xbox-Controller momentan. Und was ganz witzig ist, hinten so eine Farbleiste, wo man sieht, welcher Spieler wer ist. So Spieler 1, 2, 3, blau, grün, rot, keine Ahnung, so irgendwie. Gimmicks, aber. Ja, und also irgendwie sieht der Controller nicht fertig aus, oder? Nee. Vor allem dieses Touchpanel, was in der Mitte da noch drauf sein soll, das sah halt echt einfach aus wie draufgebeppt. Ja, das war ganz merkwürdig. Das ist so von der Vita hinten, das sah so carbonmäßig so ein bisschen, ist das ja? Ja, wie so ein kleines Solarpanel einfach draufgepitcht. Aber das beppt da so vorne, weißt du, in der Mitte? Ja, das, was ich noch sagen muss, was ich positiv finde, dass die Sticks jetzt nicht mehr diese Pilzform haben, sondern diese Knubbel, also diese Mulden, wie bei dem Xbox-Controller und somit einfach bedienungsfreundlich ist. Okay, das stimmt. Und hinten die Trigger, die sind jetzt auch nicht mehr nach unten abgerundet, sondern nach außen, das heißt, man rutscht dann nicht mehr ab. Und angeblich haben sie halt eben die ganze Latenz auch nochmal verkürzt und so, dass das Rumble-Feeling auch nochmal verbessert und so, das Teil leichter gemacht. Aber so an sich, also jetzt irgendwie einen neuen Quantensprung oder so haben sie es da auch nicht hingebracht, im Controller. Aber gut. Mei, ich wusste, also ich war insofern enttäuscht, weil es halt als die große Innovation angekündigt wurde. Das Ding, neue super krass und neue Eingabemöglichkeiten und so weiter. Und im Prinzip mit dem Teil, mit dem Controller gibt es noch so eine Kameraleiste, die man sich jetzt anscheinend hinbauen muss, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist irgendwie schwierig. Also ich weiß nicht, was diese Kamera soll. Die kann momentan laut Aussage von diesem Cerny, keine Ahnung, die kann momentan, also er hat nur gesagt, das Ding, diese Kamera, die kann man da hinstellen und die kann den Controller im Raum feststellen. Ja, das und sie kann, also Gesichtererkennung hat die im Raum. Sprich, aha, die sieht, was du jetzt auch noch machst. Wenn du da auf der Couch hockst und du zockst, dann erkennt das Ding, okay, jetzt sitzt du da. Und die kann, ich glaube 60, ich weiß nicht, wie viele Bilder die aufnehmen kann.
Aber auf jeden Fall kann man, ist darüber diese Controller-Erkennung halt einfach so gut, dass die Umsetzung anscheinend wirklich super sein muss. Das wird mehr von diesen, wenn du den Controller hochhältst, dass deine Figur hüpft und sowas. Da gab es ja jetzt schon die Spiele dafür, aber ich denke mir halt, das ist halt einfach dasselbe wie dieser Move-Stick. Ja, weil wenn ich so ein Spiel damit machen will, dann lege ich mir das Ding halt zu. Es ist halt vor allem ja, die Kamera Kinect. Ist ja offensichtlich, ja. Also ich meine, das hat Kinect ja auch schon. Das hat Kinect ja jetzt schon. Irgendwie komisch. Und der letzte Knopf, der halt aber auch vorher schon drauf war, war dieser PlayStation-Knopf. Und da fand ich ein spannendes, dann muss ich schon sagen, war ein spannendes Feature, als der dann gesagt hat, man kann eben das Teil instant ausmachen und die geht in so einen Ruhemodus und wenn du wieder anmachst, dann bist du wieder da, wo du vorher warst. Ja, weil die PlayStation quasi den gesamten Spielstand in den RAM schiebt. Und rein damit. Rein in den RAM. Und dann hängt das im RAM. Und da bleibt es halt dann. Und wenn man wieder hochfährt, ist es halt direkt wieder da. Also das soll wohl ganz cool sein. Du machst das Ding an, ja, und es ist da. Zack, und es ist da. Das ist praktisch. Schauen wir mal. Er hat dann so ein bisschen von dem User-Interface noch was gezeigt. Da musste ich dann direkt schmunzeln, weil es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie von Microsoft geklaut. Aber ich will so weit jetzt hier gar nicht gehen. Kopfhöreranschluss geklaut, User-Interface geklaut, keine Ahnung. Aber es ist schon sehr kachelig alles und irgendwie... Ich habe halt gedacht, irgendwie vielleicht spacken die jetzt krass 3D-mäßig ab, aber okay. Haben das auch so ein bisschen geändert, das sieht jetzt alles so ein bisschen auch Facebook-mäßig aus und so. Das ist eh eine Sache. Sie wollen was für eine Art Facebook schaffen für die PlayStation, so ein PlayStation 4. Genau, Facebook. Genau. Ist eh so eine Sache, durch diesen Share-Button, der da drauf ist, haben die jetzt quasi eine ganz neue Möglichkeit zu interagieren. Also die haben eben, vollkommen richtig, du kannst jetzt demnächst wohl Instant Gameplay aufnehmen und das dann direkt teilen. Du kannst aber auch bei Spielen, die jemand gerade spielt, zugucken von deinen Freunden. Du kannst sogar eingreifen. Also wenn dein Kumpel sagt, mir ist die Stelle zu hart und der eine schaut gerade zu, kannst du sagen, spiel du mal. Und dann übergibt man quasi virtuell den Controller an den anderen, der ist irgendwo. Und der spielt dann auf meiner Konsole für mich den Part. Und das kann ich auch noch aufzeichnen. Und ich kann mich dabei auch noch aufzeichnen. Ich habe halt irgendwie mir gedacht, ist das jetzt so ein eingebauter Let's Play in Inkubator? Das habe ich mir aber echt auch gedacht. Klick der andere, es wird permanent aufgenommen, ich kann alles sofort hochladen, reinstellen und genau, einfach drüber schreiben, hey, Let's Play, was auch immer für ein Spiel ich jetzt gerade da einbild. Und das ist halt irgendwie, was meinst du davon? Also würdest du das nutzen? Ich glaube nicht, also ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich nehme mich auch nicht. Also ich würde, nee. Ich wüsste nicht, wofür ich das brauche. Also gut, ist jetzt ein bisschen... jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja genau, ihr Rinder, nimmt der auch kein Play auf, oder? Das ist aber was anderes. Das ist korrekt. Ist ja ein bisschen was anderes. Ich würde jetzt nicht im Spiel, wenn ich an irgendeiner Stelle jetzt dreimal nicht weiterkomme, irgendjemanden wachklingeln und sagen, du schalt mal deine schnell ein. Oh, das wäre geil. Was ist los? Du weißt, wie früh ich aufstehe. Ja, jetzt drück mal den Knopf. Ich habe hier eine Stelle, du hast gesagt, ich habe es zum ersten Mal geschafft, jetzt mach mal. Genau, hier, Controller. Und dann muss man spielen. Ja, wo ist denn das? Also ich finde, was mir gefehlt hat, war, wie kann man denn hier zusammenspielen? Ja. Also wie kann man denn Partys bilden künftig? Gibt es sowas irgendwie? Das hat mir so genau eingegangen sind sie halt irgendwie nicht darauf. Nee, es wurde nicht mal erwähnt. Also gibt es so ein Partysystem oder so ein Freundesystem, dass man super simpel künftig spielen, joinen und raus und rein und wie auch immer. Ja, was halt lustig wäre, wenn es halt so ist, wenn du jemanden als Friend gelistet hast und du siehst, dass der online ist, dass du dem halt ein Angebot hinschicken kannst, hey, ich bin da und da, spielst du das mal für mich? Und dass der dann aber annehmen muss und nicht automatisch das gleiche. Ach so, ja, das ist sowieso, das ist ja sowieso nicht so. Okay. Du bist selber gerade im Spiel auf einmal stolz. Nein, du hast ein komplett neues Spiel von der Nase. What the f... Was ich genau passiert? Tor schießen und jetzt Drache, okay? Okay! Slip weg Rollerblade, okay! Ja, war irgendwie auch nicht. Also, und damit einhergehend, ja, ist auch so ein bisschen, wollten die quasi, man legt sich jetzt wohl auch im PlayStation Network auch irgendwie schwer so ein Profil an. Also mit einem richtigen Bild, mit einem richtigen Namen und so weiter. Socializing halt, immer mehr. Der Punkt ist, es gibt auch wieder einen Market, ja, so wie ich das verstanden habe. Ist auch so ein bisschen mit dieser Gaikai-Technologie verknüpft, aber da kommt man, glaube ich, gleich nochmal drauf. Und der ist sehr personalisiert. Sprich, der Market merkt, was ich spiele. Und wann, was ich gerne spiele und zeigt mir das natürlich hauptsächlich an. Der Typ ging sogar so weit, also dieser Mark, dass er gesagt hat, wir könnten rein theoretisch sogar mit diesem Sekundärchip, der da noch irgendwie drin ist, der permanent irgendwie Sachen machen kann, könnten wir sogar schon Spiele runterladen, von denen du noch gar nicht weißt, dass du sie spielen willst, aber wir schlagen sie dir dann vor und wenn du sie dann spielen willst, musst du nur noch kaufen drücken, aber du kannst alles schon spielen. So.
Ich will nicht, dass ihr Sachen auf meine Harddrive ladet, ohne dass ich das vielleicht... Ja. Ich möchte vielleicht zustimmen. Ich hoffe sehr, dass man das ausschalten kann. Das ist ein schwieriges Feature irgendwie. Ja, was ich so noch ganz witzig finde mit diesem, dass wenn du ein Spiel runterlädst, dass du es aber schon spielen kannst, genau, bevor es ganz runtergeladen ist. Stimmt. Und das ist cool. Wird dir halt hingefügt, aber du kannst es schon spielen. Und du musst nicht ewig warten. Das finde ich halt ein nettes Feature jetzt auch. Nicht... Aber das ist wieder dieser Sekundärchip. Also anscheinend reicht es, wenn man von einer Demo quasi, so habe ich es verstanden, du lädst quasi nur so grobe Fragmente runter und fängst an zu spielen und während du spielst, lädt sich das Spiel dann. Ich weiß halt nicht ganz, wie den Rest einfach auf. Was ist denn, wenn du eine schlechte Leitung hast? Irgendwie? Ist dann im Spiel auf einmal, wenn die Daten noch... Also du überholst die Daten im Spiel. Du hüpfst irgendwo und es wird gerade erst aufgebaut. Weißt du bist so am Laufen. Warte, oh Gott, doch nicht fallen, noch nicht fallen. Und auf einmal hört so der Tunnel auf, so... Und du läufst nur so ein Schwarz, weil die ganzen Texturen noch nicht nachgeladen sind, oder wie? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber ich finde es ein cooles Feature. Ich finde es ein cooles Feature. So, und nachdem der Vogel weg war, irgendwie, kam David Perry. Ja? Seines Zeichens, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Gründer von Gaikai. Und Gaikai, habe ich mal so grob recherchiert, ist so eine Art... Online-Cloud-Gaming-Streaming-Gedöns. Also du lädst dir quasi eine Sorten Client runter und kannst dann Spiele da drin spielen, aber die laufen nicht auf deinem Rechner, sondern auf einem anderen Rechner und dementsprechend wird die Leistung des Rechners wurscht. Und das ist da wohl mit integriert, hat der dann erzählt. Und dadurch wird es eben möglich, dass jedes Spiel, das für die PS4 rauskommt, im Store anspielbar wird. Weil es eben über diesen Streaming-Server läuft. Also, das läuft da und wenn man es runterlädt, dann läuft es da auch, aber erstmal läuft es da und man kann jedes sofort anspielen, weil man es nicht runterladen muss, weil es eh schon läuft. Also, versteht ihr, was ich meine? Es ist vorhanden einfach. Es ist da. Ja. Und er hat dann noch mal kurz was erzählt von wegen, hier und es gibt ja dann schwer irgendwie Filme, also man kann auch Filme, so ein bisschen Netflix und wie die ganzen Dinge heißen. Also, ja, Film und Musik. Ist ja dabei. Und Voodoo ist ja dieser Online-Streamer. Ja, das haben sie halt auch mit ins Boot geholt. Wahrscheinlich auch Satu und wie sie alle heißen. Also das heißt, mehr oder weniger kann man seine PS4 auch schwer zum Multimedia... Ja, Media Center. Media Center. Ja. Darauf wollen sie es halt rauslegen. Konnte man das schon? Ging ja vorher auch schon, oder? Für Netflix gab es auf PS3 auch schon. Muss ja, man hast schon viele machen können, aber ganz ehrlich. Es soll immer noch eine Spielkonsole sein. Ich meine, dein Streaming-Client ist eh anders. Aber egal. Und dann hat er nämlich was erzählt, was ich sehr spannend fand, kurz, und dann war ich sehr sauer, weil ich nämlich nicht genau weiß, was das bedeuten soll. Er hat dann gesagt, in so einem Nebensatz, ich versuch's mal nachzustellen, während er erklärt hat, dass alle Spiele anspielbar sind, meinte er dann, PlayStation 3 Spiele sind ja nicht direkt kompatibel, aber es ist ja so, dass wir mit der Gaikai-Technologie grundsätzlich alles, PlayStation 1, 2, 3, 4, Dings, Zeug, tralala, alles auf allen mobilen Geräten jetzt künftig spielbar machen. Dann habe ich gedacht, was heißt das? Das heißt, PlayStation 3 ist inkompatibel? So habe ich es verstanden. Die Dinger sind inkompatibel, aber man kann jedes Ding rein theoretisch im Market quasi kaufen. Also du kannst PlayStation 3 Titel dann über Gaikai quasi kaufen und dann spielen. Heißt es aber jetzt, dass man die... Ja, heißt es jetzt, dass du sie nochmal kaufst? Und wenn... Also heißt es das? Wie habt ihr das verstanden? Ich habe so verstanden. Ich denke mal. Oder kannst du zum Beispiel sagen... Oder du kannst sagen, hey, Spätzle, pass auf, ich schiebe jetzt, keine Ahnung, ich habe Call of Duty, schiebe das in meine PlayStation 3 rein und dann gibt es halt irgendwas, dass ich mich online registrieren kann, hey, ich hab's schon. Und dann kannst du die Vierer, was weiß ich, keine Ahnung, ja, und dann weiß die, okay, stopp, der mit dem, mit der ID und irgendwas hat das bereits gekauft, der kann es runterladen, das gehört. Aber das müsstest du doch dann auch in die Vierer schieben können und sagen, ich hab's jetzt. Deswegen verstehe ich nicht. Und in dem Moment, wo du sowas machst, wär's doch dann schon, brauchst du ja diesen ganzen Scheiß. Nee, deswegen wäre es auch viel einfacher zu sagen, freilich, logisch Jungs, die Dreier-Spiele könnt ihr auch in die Vierer reinschieben und viel Erfolg. Und das fände ich arg scheiße, wenn es schon wieder so wäre, dass du die spielen kannst. Nicht gut. Absolut nicht gut. Scheiße. Brauchen wir gar nicht drum rumreden. Diesen Dreck. Nachdem der Vogel dann weg war, ging's so los mit einigen Spielevorstellungen und ich weiß nicht, da kann man ja einfach mal... Da wurde dann so Killzone vorgestellt, Drive Club wurde vorgestellt, ein Infamous Second Son wurde vorgestellt. Waren alles irgendwie nette Trailer. Waren alles irgendwie nette Trailer, war schon ganz okay. Ich konnte jetzt natürlich auch vom Stream her nicht ganz sagen, wie krass ist die Grafik jetzt wirklich. Es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, jawohl, weil das dabei ist,
hole ich mir auf jeden Fall sofort die PlayStation 4, wenn die auf dem Markt ist, bin ich der Erste, der die Tür vom Saturn einrennt, vier Türsteher niederklopft, die PlayStation nimmt, aus dem Fenster abseilt, U-Bahn und weg. Ja. War nicht und noch so, und dann stehst du an der Kasse und sagst, wollen die noch einen extra Controller? Und hinten stehen die blutenden Bodyguards so, oh Gott, und er kommt schon wieder, nein. Und währenddessen laden die Texturen nach. Ja, aber danke, also für mich wurde es erst interessant, während dieser Spielevorstellungs, was auch immer, Dings, die haben was, da kam dieser Vogel von Quantic Dream, David Cage. Und der hat was gezeigt, was ich sehr interessant fand. Gut, der hat erst so einen PR-Monolog losgelassen, von wegen, ein Spiel sollte ja eigentlich Emotionen, ne? Ja. Hat dann was erklärt von wegen Anzahl Polygonen in Spielen bisher. So PlayStation 1, 2, 3 und so weiter. Irgendwas erzählt von wegen 30.000 Heavy Rain Polygone. Und jetzt hätten sie ja aber Shitload of Polygons auf PS4. Und dann schwebt so dieser Kopf von so einem alten Mann auf einmal im Raum. Okay, das sah aber nicht schlecht aus. Das sah wirklich gut aus. Da war ich wirklich beeindruckt. Also er hat dann auch was von echten Hautshadern erzählt und so weiter. Und Lichtverhältnissen, dass die quasi versuchen, die Haut so perfekt nachzuempfinden, auch mit so Transparenzen und so. Sprich, dass man Adern darstellt, lauter so Krams. Und dass er hat dann Gesichtsausdrücke darzustellen, mit Dialoge überflüssig sind, genau. Dass du wirklich eins zu eins siehst. Genau. Der ist jetzt traurig, weil die Augen halt einfach so ein kleines Schimmern haben. Also das sah schon wirklich, das muss ich sagen, das sah echt gut aus. Ich bin allerdings auch da ein bisschen skeptisch, weil, stell dir mal vor, du hast 10 so Hampel vor dir. 100! Das kann die PlayStation doch dann gar nicht mehr, oder? Das war schon eine harte Tech-Demo und ich habe so das Gefühl, das war schon noch so. Du hast halt eine harte Standheizung unten stehen, weil die Röhre ungefähr, wenn sich das darstellen muss, alles. Ja. So viel zu Emotionen. Aber das fand ich gut. Das fand ich echt beeindruckend. Das war echt fit, gar keine Frage. Und danach kam, also ich weiß nicht, hätte ich jetzt als potenziellen Hit für dich. Danach kam Capcom mit seinem Deep Down irgendwann. Das war aber auch wirklich, wirklich gut. Aber trotzdem, es ist ein super Spiel. Warum, was gar keine Frage. Ja, das ist halt wieder so eine Mittelalter-Simulation, sag ich mal. So ein Rollenspiel halt. Wieder klassisch, Schwert-Schild-Ding. Dark Souls in der Art. Schwert-Schild. Das reicht mir, eigentlich schon. Ich meine, die ganzen Trailer waren ja nicht lang, immer 1,5 Minuten, 2 Minuten und eine halbe Minute davon war immer das Logo von den einzelnen Herstellern. Aber das sah halt nicht schlecht aus, wie der eine Ritter da ist und da hast du auch wieder diesen Gesichtsausdruck gesehen, wo er sich hinter dieser Säule oder Stalaktit, was auch immer das war, versteckt, wo der Drache da Feuer spuckt und wo dann halt der Schwertgriff kurz locker lässt um sein Schwert und da siehst du dieses Entsetzen in den Augen von dem. Ja, aber das sah ganz gut aus. Ich dachte, da habe ich gedacht, das ist ein Cinematic, das war also gerendert. Oder war das Spielgrafik? Weiß ich nicht. Geht nicht hervor, keine Ahnung. Wäre natürlich geil. Also, aber trotzdem, das wäre auch kein Titel, wo ich sage, jawohl. Dafür holst du es. Rein und hol ich mir. Wäre es halt nicht. Krass fand ich dann, auf einmal steht ernsthaft das Blizzard-Logo da fett in dem Raum. Und da habe ich dann irgendwie so gedacht, hold on. Wie geht denn das jetzt zusammen? Was macht der Vogel da? Der hat dann kurz auch erzählt von wegen, also ich habe dir davon schon erzählt, wenn ich echt bin. Und kurz erzählt, dass sie ja mit Rock'n'Roll Racing und so schon auch mal auf dem NES oder SNES. Rock'n'Roll Racing? Bräuchten wir jetzt einen Anleger? Der Anleger zu gucken. Auf dem Nintendo, schon waren und so, dass sie eigentlich ihr Herz in der Konsolenentwicklung stecken würde. Das ist natürlich ein bisschen wieder so PR. Das war grundsätzlich extrem viel PR-Gelaber. Das ging nicht. Blizzard. So, aber dann haben die quasi, die haben dann Diablo 4 vorgestellt und haben halt gesagt, 3 vorgestellt. Oh. Sorry. Diablo 3 vorgestellt. Und haben halt gesagt, es gibt ein 4-Player-Koop und so und lokales Spiel und so weiter. Und das fand ich irgendwie alles ganz nett. Der Fakt an dem, dass die Blizzard an der Bühne stand, fand ich eigentlich viel krasser, dass die da waren. Bedeutet das, dass die vielleicht jetzt auch andere Sachen rausbringen, vielleicht sogar spezielle Konsolensachen? Weil das wäre was, wo ich sagen würde, das wäre extrem cool. Das wäre ja dann wie Rockstar, weißt du, so Rockstar-Games, da weißt du auch, da kommt was raus, was echt gut ist. Und jetzt hättest du einen Blizzard, der auch nochmal dabei ist, weißt du? Ja, wenn es halt, wie gesagt, bei Blizzard muss man einfach sagen, wenn es eine einmalige Kostenfrage ist, bin ich dabei. Aber wenn ich ungefähr für jeden Scheißdreck bei Blizzard Geld zahlen muss, dann können sie mich kreuzweise am Arsch machen. Ja, das geht im Flo nicht gut. Na, weil deswegen haben sie mich bei Diablo verloren, die... Egal. Ja, Diablo... Nee, brauchen wir gar nicht reden, Diablo 3 ist der letzte Dreck. Brauchen wir nicht drüber schwätzen, aber es geht ja hier auch um die PlayStation 4 nicht. Ja. Aber die haben es noch auf der Dreier von dem erscheinen. Fände ich's, also ich bin mal gespannt, was Blizzard dann noch macht. Also das ist ja jetzt nicht alles, die Ankündigung, dass Diablo 3 auf der PlayStation 4 kommt im 4-Split-Koop. Das ist ja hoffentlich nicht alles. Das ist das einzige Spiel, das die machen. Die sollen da schon mehr machen. Da wird noch Blizzard machen schon gute Spiele, aber
wie gesagt, wenn wir halt mal das anders dann machen würden. Oder? Ich warte ja immer noch. Ich warte ja immer noch auf ein Third-Person-Hack-and-Slay-Action-Spiel irgendwie im Warcraft-Universum. Und ich rede jetzt nicht von World of Warcraft mit Rollenspiel, ich rede von so einem Action-Spiel, so wie das Space Marine. So wie dieses Space Marine-Spiel, Warhammer Space Marines von THQ. So ein God of War, Hack-and-Slay-Ding. Geil. Finde ich super. Naja, und dann eigentlich dann nur noch ein witziger Fakt, so dann kam dieses Team Bungie da auf die Bühne, hat auch noch irgendwas erzählt, aber der habe ich nicht zugehört können, weil die standen nämlich alle nur so da. Ja, also wir erzählen hier was und also wir dürfen unsere Hände nicht bewegen, sonst kriegen wir Vertragsstrafe. Ja. So, Mama hat gesagt, ich soll sie nicht in die Hosentasche stecken. Also die waren witzig. Ich kann euch ja mal einsehen, wie das aussah. Also fassen wir mal zusammen. Was wir gelernt haben ist, dass Sony das Ding nicht gezeigt hat. Nope. Nicht genau gesagt hat, was es eigentlich für Hardware hat, außer dass es 8 GB RAM hat. Richtig? Exakte Details hat es jetzt nicht wirklich verraten. Sie haben nichts zum Preis gesagt? Mhm. Das finde ich eigentlich mit am schwierigsten. Und zum Online-System generell, wie das alles dann so funktioniert. Genau, das Miteinander-Spielen haben sie nichts dazu gesagt. Das sind halt die Fragen, die für uns jetzt offen irgendwas bleiben. Fertiges, wo sie sagen, bumm, Freunde, Punkt aus, so wird's passieren, hat keiner, wurde nicht erwähnt. Also gut. Ja, man kann halt nur das Beste hoffen. Ja. Was kann man denn jetzt abschließend sagen? Ich meine... Ja, ganz ehrlich, man muss echt auf mehr Info irgendwie warten. Ich glaube auch. Das ist genau das Enttäuschende. Der ganze Abend hat ein paar Fragen offen gelassen, die eigentlich essentiell waren, die ich erwartet habe. Preis und so weiter. Die ich bei der Bekanntgabe von einem neuen Produkt von meinem Hause, sowas sage ich natürlich. Ja? Eine ganz große Sache, die ich fast schon vergessen hätte, wäre ja eigentlich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ding immer online sein muss. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Teil so... Ich dachte, das ist klar. Ja, nein, online sein muss. Ja, das ist nicht. Das dachte ich. Ja, dass aber das ist bei der Vierer dann so ist. Ja, okay, wenn das. Ich habe das ein paar Mal gelesen jetzt. Ja, okay, wenn das klar ist, dann ist es natürlich ätzend. Ja, freilich, das weiß ich ja nicht. Ich meine, dann hast du ja Perm gerade mit dieser komischen Kamera, die da dran hängt. Ich meine, da die hat. Andauernd an ist. Da habe ich heute auf Twitter bei Timo The Socks was gelesen. Der hat da was in der ganz Nettes dazu geschrieben. Der hat irgendwie gesagt, von wegen, ja, irgendwie ist es ja schon scary. Das Teil könnt ihr einen auch die ganze Zeit überwachen. Gerade mit diesem Sekundärchip, der eigentlich auch Spiele hoch und runter lädt und die man gar nicht haben will. Die könnten ja auch Videodateien hoch und runter laden, die man gar nicht aufnehmen will. Ja. Mhm. Da googelst du vielleicht aus Versehen mit deiner Freundin über den Controller ja, auf krass, den Share-Knopf auf einmal. Nee, deswegen, haben alle deine Freunde irgendwie ein Privatporno auf dem Bildschirm. Ja. Das ist ja krass. Also, deswegen ist ja das, was ich gemeint habe mit dieser Gesichtserkennung. Der weiß ja, du sitzt jetzt davor. Auch wenn du jetzt fernsehst und gar nicht das Ding anhast, aber das die Playstation sieht, wow, da hockt er wieder davor. Geh nämlich auf. Und das Problem ist halt, dass es genau diese Daten, sollte es diese Daten erfassen, eben in einen Bereich rutschen, über die, auf die man keine Kontrolle mehr hat plötzlich. Mhm. Also das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Alles ein bisschen schwierig, alles ein bisschen schade. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Sachen, die Microsoft jetzt noch präsentiert. Ja. Die Xbox 25, die können ja jetzt, wissen ja jetzt, was sie sagen müssen, meiner Meinung nach. Weil im Internet jetzt können sie jetzt lesen, was gefehlt hat. Genau. Also worüber sich jeder beschwert. Und ich glaube, die müssen halt echt für die, also da muss Microsoft nur ein paar große Spiele mit ankündigen und dann ist das gelaufen. Also die müssen ja am Controller gar nicht so viel machen. Wenn die ein paar Features drin haben, die anders sind, dann, ich meine, der PlayStation Controller hat ja gerade das nachgezogen. Wobei heißt, ist uns das am Schluss so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich bin der Alex. Ich bin der Flo. Wir sind die Techies. Macht's gut.